Herzlich willkommen zu einem neuen Video und vielen Dank fürs Einschalten. Heute zeige ich euch den Gastrobak Milchaufschäumer, wie man damit Sojamilch aufschäumen kann. Und zwar benötigen wir dafür einmal diesen Quirl zum Aufschäumen. Den setze ich jetzt einfach einmal ein. Den muss man hier einfach nur reinstecken. Sojamilch einfüllen. Ich habe jetzt hier einfach Soja-Reismilch genommen. Deckel rauf. Temperatur wählen wir mal auf einen Optimalbereich und drücken auf Start. So sieht das Ganze aus. Wir schauen ihn uns einmal an. Also das hat wunderbar funktioniert. Perfekt nahezu. Also das ist wirklich ein super Resultat. Bisher für mich der beste Milchschaum oder der beste Sojamilchschaum. Also wenn ihr mit dem Gastrobak Milchaufschäumer Sojamilch aufschäumen wollt, dann funktioniert das grandios. Hier sieht man das, dass dieser Schaum sich überhaupt nicht bewegt und wirklich bombenfest ist. Also der ist wirklich perfekt. Einfach nur toll. Super vegane Alternative. Ein bisschen Kakaopulver oben drüber und schon sieht das Ganze doch toll aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.